Vergleich zu deutschem Gottesdienst wäre es etwas anderes. Wir feiern Gottesdienst ein bisschen lebendig. Nicht so wie langsam und ruhig. Wir singen zum Beispiel ein bisschen laut und feierlich oder so. Eine Aufforderung zum Gebet kann kaum schöner klingen. In einem Wohnzimmer in Dachau treffen sich Menschen aus Madagaskar, um den Sonntagsgottesdienst vorzubereiten. Gastgeberin ist Hanta Sauerer. Ich bin evangelisch und die Madagassen, die sind auch Christen, katholisch und evangelisch. So, wir Madagassen gehen sehr gerne in die Kirche. Sonntag gehen wir immer in die Kirche. So, diese Ritual oder diese Glauben, was wir unten schon leben oder gelebt haben, möchten wir hier weiter so behalten, soweit noch geht. Die meisten Gemeindemitglieder sind jung. Sie sind entweder zu einem freiwilligen sozialen Jahr oder als Au-pair nach Deutschland gekommen, so wie Miali und Luva. Eine Cousine von meiner Mama hat an der Uni studiert und sie hat dann was an der Uni. An der Uni hat sie das mitbekommen, dass man als Au-pair nach Deutschland gehen kann. Und deswegen hat meine Oma und meine Mama mich halt dann nach Deutschland geschickt, so ungefähr. Einen Monat hatte ich kein Heimweh, aber danach hatte ich so viel Heimweh. Ja, und ich habe immer geweint in meinem Zimmer. Und ja, das hat lang gedauert, 6 Monate. Und ich wollte unbedingt sofort so, wenn ich jetzt Geld habe, dann gehe ich sofort zurück nach Madagaskar. Ja, ich rufe ab und zu meine Eltern an. Sie unterstützen mich so. Aber Miali, du hast schon das angefangen, dann mach bis zum Ende. Aber jetzt kein Heimweh mehr. Ich bin auch in der Gemeinde und ich habe viele Freunde. Anfangs hilft ein Bibelkreis, jungen Madagassen Trost in einer Umgebung zu finden, die sich oft fremd anfühlt. Das Miteinander vertreibt Heimweh und ein Gottesdienst in der Muttersprache macht stark. Deshalb gründet Sahuli Bahnsteiner mit anderen zusammen die Gemeinde. Klar hatten wir Heimweh und es ist, also alle Anfang ist schwer, aber wenn man das überwunden hat, dann freut man auch sich und es war sehr, sehr gut, dass man auch Landsleute kennengelernt hat und dann kommen wir zu diesem Entschluss, dass wir diese Gemeinde zusammen gründen und ja, das macht Freude und Spaß. Zur Gottesdienstvorbereitung gehört auch das Kochen in Tante Hantas Küche. Über 50 Madagassen werden am Sonntag nach dem Gottesdienst noch zusammen essen und einen Hauch von Madagaskar in Dachau spüren. Als damals die Tutu Hanta, die Mädels und die Jungs in München gesammelt hat, hat sie gedacht, vielleicht wäre es schön, wenn wir auch madagassisch essen, weil Madagassen treffen ohne zu essen, das ist ein bisschen leer, das hat keinen Sinn im Endeffekt. Und Gottesdienst treffen, zusammen sein, Stück Heimat auf jeden Fall. Und wir sind unter uns alleine und fühlt man sich einfach wohl sozusagen.